So, Ausblick für den heutigen Tag. Also heute ist einer der wenigen Tage, gestern auch, aber heute auf jeden Fall, an dem man sich schon an die OI-Tabelle orientieren sollte, mit den Überhängen zusammenhängt. Wir werden die Vorbereitung genauso machen, als wenn wir nicht den Verfall hätten. Das heißt, wir gehen erstmal technisch objektiv daran. Dazu nehmen wir hier den Tageschart mit den Wochenprofilen und dem Jahresprofil. Da sehen wir, dass wir im gestrigen Tagesverlauf das gemacht haben, von dem wir gesprochen haben. Das heißt, wir reden davon, dass wir hier unten eine Ablehnung von der alten Distribution gesehen haben, 912 bis 12.055. Das heißt, wir sind da reingetaucht, haben die Ablehnung gesehen und dann ging die Chose nach oben ab. Das heißt, da wurde richtig was eingekauft. Auch gestern schon mit zu unterstellen, dass dort die Optionsseite mit am Werk war. Ausgeführt, denke ich mal, durch eine Order. Also das heißt, letztendlich initiiert durch eine Order, sehr wahrscheinlich von Übersee, weil das war kurz nach der Mittagszeit, dass das Ganze losging. Also hier im Moment keine Shortseite mehr zu sehen. Das heißt, der kurzfristige Markt, der auf der Shortseite unterwegs war, seit dem Hoch bei der 12.470 ist jetzt revidiert. Das heißt, mittelfristig, langfristig und kurzfristig sind wir auf der Long-Seite unterwegs. Deswegen ist das auch die Seite mit dem Rückenwind für heute und für die Ausrichtung. Das heißt, dass hier für die Point of Controls, die vielleicht interessant sind, können wir uns grob daran orientieren an das 50% Level. Da sehen wir nämlich vom laufenden Monat eine hohe Volumenansammlung bei der 12.174, 50% Level für die Woche 12.158 und dann eben damit übereingehen, wenn wir sagen, okay, wir sind im Trend, die Retracement Level bei der 12.136. Das heißt, wenn wir die Trendräder sehen wollen, dann ist hier dieser Preisbereich, in dem wir diese erwarten und auch sozusagen diesen neu angefangenen Momentumschub auf der Long-Seite unterstützen sollten, beziehungsweise frische Gelder wieder reinkommen sollten. Im 15-Minuten-Chart sieht man, dass wir per Overnight ein bisschen abgespeckt haben. Das heißt, dass das, was wir gestern am Nachmittag mit dem US-Markt hier nach oben gezogen haben, ein bisschen wieder runterkommt. Wir sehen aber auch gleichzeitig, wenn man das Ganze im Start zur Kasse sieht, dass wir uns in dem Retracement-Bereich aufhalten, der Tiefbewegung gestern nach 9 Uhr. So. Okay, also in dem Retracement-Bereich nach 9 Uhr. Die Tiefbewegung habe ich jetzt hier unten die Kasse-Tiefbewegung genommen. Man kann natürlich auch das initiale Tief nehmen, hier das Overnight-Low, was eigentlich technisch gesehen richtig ist, viel besser angelegen, weil wirklich das First Pullback war nach der vorherangegangenen Bewegung, sprich am Mittwoch. Einen Moment. So. Vom Profil her hatten wir gesagt, Unterstützungsbereich im großen Chart 12.136 bis 12.194 auf Tagesbasis. Wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen jetzt einengen, haben wir hier die 12.194 bis zu 12.176. Das heißt hier wieder das Retracement 38% bis zum POC gestrigen Tages. Und hier ist wieder die Bewertung dafür zu sehen, ob wir diese Kurse annehmen, dann werden wir hierum einen Range-Markt sehen und wenn wir diese nicht annehmen, das heißt, dass dieses vormals faire Level nicht mehr fair ist, werden wir neue Käufer sehen, die hier sagen, okay, diesen Dip, dieses tiefe Preislevel für den Chart ist zu günstig, wir müssen das Ganze wieder nach oben ziehen und wieder fair bewerten. Wenn man das sich jetzt auch anschaut, sieht man, dass die 12.296 zwar nicht der POC von gestern ist, aber nicht großartig untergeordnet. Das heißt, dass wir eigentlich hier so eine bimodale Distribution haben, das heißt zweigeteilte Tagesbewegung und wenn man das so betrachtet, ist das eine große Distribution und deswegen ist es auch möglich, dass wir hier eine größere Range jetzt erstmal ausbauen. Wenn wir uns die Optionspreise dazu ansehen, 12.176, da sieht man, dass wir relativ gut abgefangen sind. Erst bei der 250 wird es wieder, ja, 250.
Also letztendlich sind wir hier komplett durch die Reihe weg. Die 161 auf der 250 sind für mich zu vernachlässigen, wenn ich sehe, wie viel Puffer auf der Ober- und Unterseite ist. Das heißt, die 150 ist eigentlich die Marke, damit kommt das hier überein, dass wirklich das Level ist, was von Optionsseite von Interesse wäre, wenn das gehalten werden sollte. Also haben wir hier auf der Unterseite einen guten Clusterbereich, in dem es interessant ist zu sehen, wenn wir sehen, dass der Optionshändler dieses Level hält, dort mit drauf zu springen und daran zu denken, dass es verteidigt werden muss. Ansonsten, wenn wir unter dieses Level fallen, sieht man selber die Zahl auf der 12.150, was dann hier als Gegenseite herausgedrückt werden wurden musste von dem Hedge, der ja aufgebaut wurde. Okay, auf der Oberseite, wenn wir uns nach oben bewegen, sehen wir das Monatshoch bei der 12.426. Ist ein Stückchen, aber wir sagen ja letztendlich von der Bewegung her der letzten normalen Tage ist die Volatilität relativ hoch und auch alles möglich. Deswegen sind die 12.420 nicht zu vernachlässigen. Technisches Level, was auf der Oberseite noch ist, Overnight High bzw. Tageshoch 12.319. Gut, viel Erfolg.